Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Körbelfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfight Zock Kerbal Space Program. Wir müssen mal reinschauen, ob noch irgendwas unterwegs ist. Ich glaube nicht. So, wir haben hier die Experimentüberwachung, die steht am Nordpol. Da können wir uns irgendwann mal drüber oder mit auseinandersetzen. Dann haben wir hier ein paar Kapseln. Was zur Hölle will der hier alles? Ich glaube, das hier wäre ein Satellit, den wir aussetzen müssten. Das hier ist eine Kapsel, die wir retten müssen. Ja, was ist das hier? Das ist auch noch ein Satellit, oder was? Das ist vermutlich der orbitale Satellit. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir irgendwie was machen sollten. Ich habe keine Ahnung. Also, was ich versuchen könnte, ist, ich könnte so einen Satellit versuchen, zum Mond zu fliegen und den auf eine Umlaufbahn zu bringen, dass das als Satellit gilt. Weil, ich meine, die Dinger, die wir hier in der Luft haben, die taugen nichts. Die sind unnötig. Die funktionieren nicht gescheit und also ich weiß nicht, der kommuniziert jetzt mit denen. Was ist mit dem? Der kommuniziert zum Beispiel gar nicht. Wenn der überhaupt kommuniziert, dann mit dem hier drüben und das war's. Ja, weil, wenn wir das richtig betrachten, ist dieser Satellit hinter der Kugel. Das heißt, der müsste ein bisschen abbremsen, um näher daran zu kommen. Dass wir zumindest hier in etwa fliegen, dass wir hier eine Verbindung haben. Aber die Satelliten, die sind einfach, die sind unnütz. Die Kommsatz, die ich da hochgeschossen habe, die tauchen keinen Schuss Pulver. Deshalb haben wir die auch ignoriert. Gut, wir bauen mal für unsere Missionen. So, positioniere einen Satelliten einer Polarumlaufbahn um den Mond. Wir haben noch so viele Aufträge frei. Ich meine, die werden ja nicht schlecht bezahlt, die Aufträge. So, und wir können versuchen, mit unserer Mondmission Satelliten mitzunehmen. Es ist halt nur die Frage, gelingt es uns, so wie ich das plan, eventuell. Wo haben wir unseren Mondstarter? Warum ist jetzt der Ton hier so laut? Also irgendwie ist mir gerade der Sound hier zu laut. Ich komme nicht ins Menü rein. Alter Schwede. Können wir irgendwie mal Einstellungen? Audio-Lautstärke gesamt. Wieso ist die so laut? Nee, ich meine, ist ja okay, die Lautstärke, die wir haben. Wir machen mal 50 und die Musik, die ist nur bei 10% und die war schon zu laut. Wir machen jetzt mal 7, übernehmen. Furchtbar. So. Also ich könnte rein theoretisch hier unten drunter unter dieses Triebwerk, also hier dazwischen, könnte ich noch einen Satelliten bauen, den ich mit hochschieße. Und der zuerst mal alles Richtung Mond schiebt. Das ist halt die große Frage. Nee, abbrechen.
Nein, nein, nicht speichern. Einfach nicht speichern. Mach einfach ein neues Ding, genau. So, was hat der alles? So, Datentransmitter, der eingebaut ist. Körbnetzzugang, Gelände. Stabilitätsassistent. Also es ist jetzt nicht so die Krönung hier vom Feinsten, aber es reicht. Haben wir... Wir haben diese Relaisantennen. Ich bin gerade verwundert, wo haben wir die Kommsatz? Ach, die haben noch so eine Antenne, seht ihr? Und die hat nur 100.000, ja. Und die hat 2 Giga. Also das heißt, so eine Antenne müssen wir. So, Scheibenkleister. Was müssen die Satelliten denn haben? Antenne und Stromerzeugung. Antenne und Stromerzeugung. Einheit für mysteriösen Schleim. Sollen wir auch noch dran bauen. Ja, das ist schon eine große Antenne. Wir müssen mal schnell Root ändern. Das ist doch doof. Warum hackt denn das nicht gescheit ein hier? Der müsste doch schön mittig hier. Nee. Müsste er nicht schön mittig hier? Nee. So, was verlangen sie noch von uns? Mystery Goo. Also wenn, muss ich die auf beiden Seiten bauen. Irgendwie habe ich Schiss, dass das nicht genau in der Mitte sitzt. So, und jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich den anbringe in so einem... Was sind somit die kleinsten? Kleinsten Separators, die wir haben. Warum macht er um dieses Triebwerk rum nicht so ein bisschen? Bisschen Schutz?
So ein ganz klein bisschen Schutz. Was hat Funke eigentlich? Funke hat ein ESP von 320. 315. Er ist halt viel schneller und hat viel mehr Schub. Dazu führt, dass er natürlich auch den Treibstoff viel schneller verbraucht. So, neues Root. Das Root von hier soll hierher. So, das Ganze speichern wir. So, wir öffnen den Moonstarter. Wir trennen das hier mal und versuchen hier mal... wo haben wir unsere... Wir verstecken unsere Fracht. Hat das Ding die richtige Größe? Bin so weit weg, ich sehe gar nichts. Ja, hat es. So, Doppelklappenentfaltung machen wir an. Traverse machen wir an. Die machen wir an. So, jetzt ist die Frage, wenn ich hier... Abbrechen. Abbrechen, dann das hier wieder hier unten dran setzen, sonst funktioniert es nicht. Dann speichern wir das jetzt mal. Jetzt verbinden wir das hier damit, dann holen wir den nämlich hier rein. Mal rumdrehen. Also er würde reinpassen, gerade so. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut ist. Puh. So, Verkleidung bauen. So ein bisschen hier hoch. Und da schließen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich taucht. Es kann sein, dass uns die Rakete da auseinanderbricht. Beim Start. Es kann genauso gut sein, dass es funktioniert, aber dass es nicht zählt als einzelner Satellit. Könnte auch sein, dass wir ein Treibstoffproblem kriegen. Das heißt, wir kommen hiermit nicht in den Orbit. Das wäre natürlich richtig verheerend. Da haben wir einen Decoupler, glaube ich, ne? Ja. So, den hier, den müssen wir auf jeden Fall ganz viel weiter oben unterbringen.
So, und den hier. Puh. Ja, es ist nicht so ganz so einfach, wie man vielleicht denkt im Moment, weil ich habe das noch nie gemacht. So, das Ding hat dummerweise nur 3 Fächer. Wir haben mittlerweile 4 dieser Instrumente. Oh Gott, ich sehe schon Schlimmes auf mich zukommen. Die Antenne hier, die können wir uns sparen. Die bringt keinen Schuss, oder die taucht keinen Schuss Pulver. So. Da haben wir 2 solche Behälter. Kriegen wir die Behälter ebenfalls wieder versenkt? Also so wirklich bin ich mir da jetzt nicht so sicher, ob das so gut ist, was ich da mache, aber... Das Problem ist, wir müssen ja unseren... Wir müssen... Ah, shit. Orientierungslos am Kämpfen. Da haben wir die. Okay, dann machen wir das auf, gehen hier rauf und jetzt müssen wir mal gucken. Wetteranalysestation, die haben wir, glaube ich, noch nicht mit dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, die Wetteranalysestation, die benötigt eine Stromeinheit. Benötigt eine Stromeinheit, erzeugt Strom, benötigt eine Stromeinheit. Das heißt, wir brauchen im Prinzip ganz viel Photovoltaik noch mit dabei. Dass wir hier die Möglichkeit haben, auch alles mit Strom zu versorgen, was wir da oben aufbauen. Ist nämlich nicht ganz ohne. So. Jetzt ist die große Frage, was wiegt dieses Dreckding überhaupt? 126 Tonnen. Jebediah, Bill und Bob. So, wir machen alle die gleiche Uniform wieder. Es ist mir deutlich zu kompliziert, die Uniform einzuteilen. So, außerdem brauchen wir... bin gerade am Überlegen, brauchen wir den Techniker unbedingt? Weil wir müssten noch eine Kralle anbauen, irgendwo. Am besten hier oben. Warum kann ich das nicht? Ach so, weil das offen ist. Denn wir wollen ja auch noch docken und einen retten. Also wir haben richtig viel vor in einer einzigen Mission.
aufgrund der Tatsache, dass ich der Meinung bin, wir müssen mal ein bisschen effizienter arbeiten, als wir das die ganze Zeit gemacht haben. Ja, das ist natürlich ganz toll. So, das ist der Greifer. Wir brauchen, wenn wir landen wollen, natürlich auch noch Fallschirme. Und ich bin echt ernsthaft am Überlegen. Wie ich das am geschicktesten mache. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt noch raus können, rein können, ob ich irgendwelche Eingänge damit jetzt verschlossen habe oder... Schwierig. So, und es ist echt nicht einfach. Ich hoffe, dass das, was ich jetzt da dran gebaut habe, irgendwie hilft, dass wir das Ganze gelandet kriegen, ohne dass wir die Leute umbringen. Den Techniker, den Bill, den schmeißen wir raus. Wir brauchen nur Wissenschaftler und Pilot. Und das Ganze nennen wir Starter Experiment. Weil, also ich bin mir nicht sicher, ob das Ding wirklich fliegt. So, was wir noch durchgucken müssen, ist auf jeden Fall... die Fallschirme gehören da rein, das gehört da nicht rein. Das gehört hier dazu. Absprengen, Motor anmachen. So, die machen die Außentanks weg hier. Puff, okay. Das macht Puff nach unten und das Haupttriebwerk an. Das macht Puff und das Triebwerk an. Das sprengt das hier frei. Das hier auf dem Weg nach oben weg, damit wir mehr Gewicht verlieren und besser steigen können. Hier haben wir die Teile, wo automatisch oben die Feststoffbooster mit aktiviert werden, dass sich die Dinger schön separieren. Und zünden wollen wir alle drei. Und wir haben insgesamt 3988 Meter die Sekunde an Bums damit drin. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall in Orbit kommen. Die Frage ist nur, mit was und wie schnell und wirklich hiermit. Puh. Ja, 70.000 kostet der Spaß und ich würde sagen, wir gucken, ob wir den Start hinkriegen noch in dieser Folge. Es wird schon schief gehen, Hust. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich es total versemmel, dieses Ding da hochzuschießen. Es kann so viel schief gehen. Ich glaube, ich kann zurücksetzen, ne? Puh. 3, 2, 1. Go! Wir kippen schon mal in die richtige Richtung. Das ist schon mal nicht zu verachten.
Und noch wirkt das Ganze auch ziemlich stabil. Mal gucken, ob wir auf 80 Grad kommen. Wir sind bei 13.000 Metern. Bisher, was die Steigerate angeht. Ich glaube, wir werden jetzt gleich ein bisschen schnell. Deshalb nehme ich mal ein bisschen raus. So, wir nehmen mal noch mehr raus und hoffen, dass wir ein bisschen weiter kippen. Den Dingern haben wir uns mal getrennt. Jetzt müssten wir kippen. Warum kippt er nicht? Das war Hardcore-Kippen. Komm schon, geh runter. Okay, wir gehen hier rauf und steuern es so. Ich weiß nicht, was meine Festplatte gerade macht. Eventuell platzt sie schon aus allen Nähten und ich habe gar keine Kapazität mehr, Video aufzunehmen. Nimmt er noch auf? Er nimmt noch auf. Alles gut. So, gucken, ob wir den Start hinkriegen. Wir wollen nicht weiter steigen. Wir wollen richtig rum. Und vor allem, ich bin gerade am gucken, was sprengen wir zuerst ab? Genau, das hier. Mal weg damit. So, wir sind über 70. Wir ziehen Vollspeed auf, weil wir wollen rum. Wir wollen nicht hoch. Wir wollen rein in den Orbit. So schnell und so gut es geht. Und so wie es aussieht, schaffen wir es nicht. Ich hab's mir gedacht. Falsche Richtung, richtige Richtung. Ich hab keinen blassen Dunst. Warum kann ich die nicht steuern? Lass mich raten, weil ich nicht draufgeschaltet bin, ne? Genau, ja, war mir klar. So. Dann versuchen wir erstmal, den hier so weit zu retten. Oh, scheiße. Das geht so gründlich schief. Ich habe keinen blassen Dunst, was ich dazu noch sagen soll. So, der beschleunigt sich da einen weg. Die hier können wir dann auch mal sprengen und Gas geben. Auf Kurs und Schub. Weil wir müssen es ja irgendwie hinkriegen, in den Orbit zu kommen. Also eigentlich bin ich ja der festen Überzeugung, wir sollten schon längst in einem Orbit sein. Aber scheinbar ist dem nicht so. Flieg mal bitte auf minus 20 Grad, wenn du da schon fliegst.
Irgendwie ist gerade ein bisschen tricky, was ich mache. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir sind schon über die Upper Apsis drüber. Kommt davon, wenn du nicht genau hinguckst. Ich glaube, es funktioniert nicht so wirklich. Wir hoffen aufs Beste. Ich hoffe ja auch immer noch drauf, dass wir die hier retten. Wir fangen schon leicht an zu glühen und fallen blöderweise immer weiter und mehr Schub kann ich nicht geben, wie ich schon gebe. Also wenn ich hier unten die Periapsis bald mal ins Positive dreht, habe ich ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass wir es noch in Orbit schaffen. So, ja. Die sind gezündet. Und der Satellit kommt auch schon runter. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann kümmern wir uns darum, dass unsere Piloten sauber runterkommen. Die Idee war nicht schlecht. Das Problem ist, die Position vom Satellit ist falsch. Ich hoffe, es verbrennen keine der Fallschirme. Ich meine, wir haben viele Fallschirme dran. Es sollte sich im Normalfall irgendwie ausgehen, dass wir den hier einigermaßen sicher runterbringen. Die sollten jetzt nicht unbedingt sterben. So flott waren wir nicht. Ja, schade. Ich muss mir ein anderes Konzept einfallen lassen. Also wenn ich wirklich alles da hochbringen will auf einen Schuss, ja, dann muss der Satellit hinter das Triebwerk. Also, ja, es ist kompliziert zu erklären. Das ist eigentlich ganz schwer zu machen, wenn man sich es logisch mal gründlich überlegt. Also es funktioniert nicht so richtig. Vielleicht sollte ich es lassen. Den Satellit weglassen und und erstmal die normale Mission fliegen und zwei Raketen hochschießen, um Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, um den guten Mun herum. So, sieht eigentlich ganz gut aus, was wir hier haben. Wir werden kräftig runtergebremst von den Fallschirmen. Ich denke, die sollten nicht allzu schnell und hart aufschlagen. Da sollte alles klar gehen. Ja, keine Objekte in der Nähe. Ich glaube, die anderen Sachen verglühen und klatschen auf. Ja, da haben wir ganz viel Geld verschwendet. Ich glaube, das Ganze hat 70.000 gekostet oder so, wenn ich mich nicht irre.
Also die Fallschirme plus der Oberbau, das ist okay. Der Satellit ist das Problem. Der Satellit ist deshalb das Problem, weil er verhindert, dass ich nach Absprengen der einen Stufe mit der anderen weiter Richtung Orbit beschleunigen kann. Und das führt zu einem Problem. Insgesamt ist die Masse höher geworden von allem. Das heißt, der Treibstoff wird auch nicht reichen, um auf dem Mond zu landen und wieder zu starten und wieder zurückzukehren. Auch da würden wir ein Problem kriegen. Also einen Satellit müssen wir rausschmeißen. Die kriegen ihre eigenen Start-Dingens eingebaut. Also die kriegen... Da launchen wir eigene Raketen für. Das machen wir billige Raketen, die einzelne Satelliten da hochschießen. Irgendwas so um die 20.000, 25.000. Das sollte eigentlich hinhauen. So groß ist das Ding ja nicht. Und dann kommt da ein bisschen Fairing drum, das ist dann die Raketenspitze. Und dann schießen wir das in Orbit und beschleunigen mit einer Stufe Richtung Moon. Dann beschleunigen wir Richtung Moon und dann kann sich der Satellit noch in Position bringen, wo er dann genau hin will. Aber wir kommen hier mit 5 Meter die Sekunde runter. Das ist langsam. Da könnte man noch ein bisschen mehr mitnehmen. Weiß nicht, Explosionen oder sowas hört man nicht. Sachen, die einschlagen, sieht man auch nicht. Ist alles wohl noch einiges weiter geflogen. Ja, aber wir mussten abbrechen. Ihr habt es gesehen. Also da nichts davon wäre hochgekommen in den Orbit. Und das halt, weil wir auch zu lang, also wahrscheinlich haben wir zu lange auch damit verbracht oder Zeit verbracht, diesen Satellit loszulösen und irgendwie auf Kurs zu bringen. Es war eine dumme Idee, einen Satellit mit da hochschießen zu wollen. Also ich meine, ich guck gerade mal, ob er aussteigen könnte. Er könnte. Wir haben von der Oberfläche noch keine Probe genommen, sehe ich gerade. Boarden. Und dann zurückholen. Rescuen. Ja, das ist definitiv nicht der Weg, der erfolgsversprechend ist. Dieser Mittelteil mit dem Satellit, das ist unser Problem. Das hier oben macht es schon schwerer, das hier macht es auch noch schwerer. Und wenn wir damit dann nicht ein bisschen in Orbit kommen, dann muss ich praktisch das alles absprengen, um das Triebwerk zu nutzen. Und das kann ich nicht, weil da dran eben ein Satellit hängt, ne? Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, ich drehe da oben die Kapsel rum, ich spreng alles ab, ich drehe da oben die Kapsel rum und ich greife mir dann den Satelliten mit der Klammer und fliege dann das zusammen auf die Umlauf... Ach, das ist Wahnsinn. Wir bauen eine einzelne Rakete, um Satelliten hochzuschießen. Ist, glaube ich, die bessere Wahl. Und ich weiß halt nicht, was wiegt dieser Greifer. Das müssen wir vielleicht nochmal gucken. Also ich meine, die Fallschirme, die haben ja auch ein Gewicht, aber die sollten so schwer nicht sein. Das Problem ist, wenn überhaupt, dann dieser Greifarm. Aber der wiegt ja auch nichts. 0,075 Tonnen, das ist ja alles...
Pipifax leicht. Also von daher, es kann eigentlich nur gewesen sein, dass dieses zusätzliche Gewicht durch den Satelliten das Problem dargestellt hat. So, wir gehen das nochmal alles durch hier. Nicht, dass uns da irgendwas um die Ohren fliegt. Das wollen wir nicht. So, das absprengen. Sind die Dinger, mit dem hier zünden. Ja, aber wir haben 41 Minuten, Leute. Ganz im Ernst, ich habe es gespeichert. Ihr habt es gesehen, warum es nicht funktioniert. Das war mal eine Idee wert. Wir müssen uns irgendwie mal Raumschiffe bauen. Oder ich muss privat, muss ich mal irgendwie mich hinsetzen, muss mal ein paar Raumschiffe bauen. Dass wir zum Beispiel sagen, oh, wir brauchen einen Satellit. Wir nehmen eine Rakete, wir packen Satellit drauf, wir bauen da drum einen gewissen Schutz. Das Ganze ist günstig, also was weiß ich, dass die Launch-Rakete vielleicht nur 20.000, 25.000, lasse 30.000 kosten plus Satellit obendrauf. Ne? Und dann schießen wir das hoch und dann können wir das damit dorthin navigieren, wo es hin soll, und den Rest macht dann der Satellit selbst und fliegt da halt hin, wo er hin soll. Wie es halt auch in echt gemacht wird. Ja. Apollo-Style das Ganze aufzubauen macht, glaube ich, wenig Sinn. Da müsste ich wirklich ganz genau berechnen, was ich brauche für wohin. Ich glaube, so gut bin ich noch nicht. Gut, nichtsdestotrotz, ich mache mir weiter Gedanken darum. Eventuell mache ich auch mal einen Test privat, wie wir das Ganze eventuell doch noch hinkriegen würden, dass wir einen Satellit mit zum Mond nehmen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was zu einfällt. Muss ich mir überlegen, müssen wir gucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin hier raus, ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.